Willkommen. Es regnet mal nicht am Anfang der Folge. Es geht los, es geht los. Auf geht's. Guck mal, wie schön der Schatten hier ist, wo er das Holzstück trägt. Toll, oder? Guck mal, ein richtiger Schatten auch, der gut aussieht. Tja, solche Sachen sind halt das einzig Wahre. So, wir bauen die neue Kirche Stufe 2. Und wir bauen ein erweitertes Bärenmanagement. Das Bärenmanagement. Und wir bauen Muskatnuss. Ein Schafdingens. So, für Gambisons, weil wir können ja eben unter nichts machen. Ups, da bin ich aufs Desktop gegangen. Und ja, so viel dazu. Bla 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 in your nipple. Bla 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 in your nipple. Move that here, move that there. Ja, wir wollen Selbitz einnehmen. Das ist unser Goal. Wenn ich das beanspruche, gibt es dann Ärger eigentlich? Muss ich dann kämpfen? Das ist die Frage. Pass auf, wir speichern mal ab. Wir probieren das jetzt einfach mal, weil ich hätte gern noch mehr zu tun. Ich hätte so gern noch mehr zu tun. Ich will unbedingt noch eine Stadt haben, weil das macht ja so viel Spaß, viele Städte zu haben. Eigentlich mag ich sowas gar nicht. Wir beanspruchen einfach mal. Gucken, was passiert. Soll ich da reingehen mit Truppen, oder? Soll ich da mit Truppen reingehen? Ne, es läuft. Der Federhandschuh wurde geworfen. Schlacht im Selbitz. Feindschaft erklärt. Hildebold von Bärenhäute. Okay, wir haben ja abgespeichert. Mal gucken, was der Hildebold jetzt macht. Ach du Scheiße. Okay, warte mal, Hildebold. Oh, das sind sogar ausgerüstete Truppen. Ach du Scheiße. Nee, der Hildebold. Jawoll, Hildebold. Hat einfach eine volle Truppe. Oh, ich hatte einen Albtraum. Ich habe geträumt, Hildebold hat uns den Krieg erklärt. Oh, Gott sei Dank war es nur ein Albtraum. Alter. Und dann voll ausgerüstete Truppen, weißt du? Ja, wenn sonst nichts ist. Hildebold. Hildebold von Lappen. Gibt's doch nicht. Naja, immerhin haben wir die voll, ja, aber keine Kettenhemden und so. Und der war übel. So, weiter geht's. Keine Ereignisse. Ja, wir warten jetzt auf Söldner. Also, Oh, jetzt haben wir... Ach, scheiße. Das schon wieder. Tja, jetzt haben wir keine Baufamilien mehr. Habe ich super gemacht. Sieht's aus mit Brettern? Nee. Oh, da. Zwei, eins. Haben wir jetzt noch eine? Eine Baufamilie. Okay. So viel dazu. Sieht's denn aus mit kleinen Schilden eigentlich? 28. Seitenwaffen haben wir keine gemacht. Wir haben keinen... Okay, wir haben keine Eisenbahn mehr. Ist die Mine leer? Ja, die Mine ist leer. Schachten können wir nicht. Ja, alle Mann raus. Gibt nichts mehr zu tun. Die ist auch einfach weg, ne? Wir können schachten, aber das geht ja nicht. Wo ist das überhaupt mit den Schächten? Da. Hey, cool, das kann ich als nächstes machen. Was brauche ich denn jetzt nochmal? Bin doch sowieso fast durch damit, oder? Drei Stufe 3 Hofstätten. Wir haben auch Ziegel. Ziegel mal, der Ziegelige. Aber ich habe kein Bier. So, das ist das Problem. Gebäude ist fertig. Vier Handelsposten. Nein, ich habe den vier Handelsposten gebaut. Ich Vollidiot. Nee, warte mal. Warte mal, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Schafzucht. Na egal. Egal, egal. Schweigt. Schweigt. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue. Toll. Guck mal, jetzt ist sie mit Warnhinweisfenstern. Und weil ich geladen habe, haben wir jetzt hier die Baumstämme wieder rumstehen. Sehr schön. Okay, dann... 80% Dingens wenigstens. Ich könnte die hier auch mal verbessern.
Haben wir noch mehr ein bisschen Wohnkapazität. Ich setze die auch mal wieder hoch. Die Bärenhäuser können warten, ist mir egal. Höchste! Okay. Der Nightbot wacht einfach mal auf aus dem Winterschlaf. Na gut. Okay, so. 7 Monate Nahrung. Krass, ich habe so viele Felder für Gemüse. Das reicht aber immer noch nicht. Aber Hauptsache, wir haben Brot. Und Fleisch lässt auch nach. Aber wir haben aber Fleisch auf den Marktplätzen. Also so ist ja nicht, ne? Guck, die sind nämlich voll und reich an allem. Nur nicht in unserem eigenen Lager. Brach, brach. Das ist wahrscheinlich Weizen, 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 Weizen. Okay. Da läuft ja alles. 91 Zufriedenheit. Kann man jetzt nochmal was wegen Söldnern? Nee. Kommen die nur einmal im Jahr oder so? Ja, ja. Ich glaube, ohne Söldner kommen wir da überhaupt nicht mal ansatzweise gegen den an. Neue Söldner verfügbar. Jetzt bitte keine Bogenschützen. Nur Nahkämpfer. Alles andere will ich nicht. Das gibt's doch nicht. Es sind immer noch die gleichen. Wie lange behalte ich die überhaupt? Bleiben die denn für immer in meinem Besitz? Nee, oder? Das gibt's doch nicht. Neue Söldner. Kannst mich mal. Neue Söldnerkompanie verfügbar. Ich habe gar nichts verfügbar hier. Ich kann nichts machen. Mir sind die Hände gebunden. Mir sind die Hände gebunden. So, Gambisengs. Ach, dafür ist der Farbstoff. Wir wollen aber Gambisongs haben. Gambisongs. Scheiße, dafür brauchen wir Leinen. Dafür brauche ich Flachs. Oder? Oh, scheiße. Scheiße. Okay, dann. Flachs geht auch nur da oben. Super Sache. Scheiße. Dann lassen wir das erstmal aus. Dann ist das halt keine Option. Okay, dann können wir nur noch auf Söldner warten. Ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Es ist ja auch die einzige Baufläche, die uns was bringt. Ne? Hier. Guck. Hier. Oh Mann, ey. Und ich baue doch nicht ans andere Ende der Karte. Nur für Flachs oder für... Und das auch noch? Nein, nein, nein. Guck. Ist auf Tatooine. Tatooine. Gerste gibt's ja auch, ja. Hätte ich das doch bloß beansprucht. Ist halt die Frage. So, warte mal. Wir können, weil wir jetzt ja die fertig haben, mal die nächste Familie gründen. Gruppe. So. Unsere Nahkämpfer. 28? Warum 28? Achso, die haben jetzt... Teilen die sich jetzt einfach gleichmäßig auf? Das ist ja doof. Ich überlege, ob ich mal das Gefolge erhöhe, aber das kostet mich ja auch Ressourcen. Was ist, wenn ich die Söldner kaufe, damit die einfach gekauft sind? Ich mach das mal. Abtrünnige Söhne. So. Okay, jetzt sind keine da. Vielleicht hat das funktioniert. Also ich will keine Waffen kaufen. Ich finde das alles viel zu teuer. Wir müssen aber auch mal die Kriegsbögen verkaufen. Jetzt trotz allem. Kriegsbögen exportieren. Davon behalten wir maximal 36.
So. Die Schilde exportieren wir auch. Davon behalten wir auch maximal 36. Und von den kleinen Schilden behalten wir auch maximal... Gut, 27 wollen wir noch nichts machen. Wir haben kein Eisen, wir können keine Schwerter machen, deswegen... Oh Mann, das habe ich ja super durchdacht. Dann müssen wir bei Sperren bleiben. Aber es bringt uns jetzt auch nichts, weil wir haben nicht so viel übrig. Ne? Hauptsache die Söldner. Ich meine, wenn da zwei Söldnertruppen mit Nahkampf drin sind, dann würde ich es probieren. Ne, es wird viele Tote geben, aber... Wir könnten Gerst und Flachs anbauen. Oh, wie schön. Ich überlege, ob ich jetzt Leinen kaufen soll. Wie kostet denn Leinen? Oh, das geht eigentlich. Import Leinen. Immer, dass 20 da sind. Okay. Vielleicht funktioniert das ja jetzt. Retter werden immer verkauft. Wir behalten maximal 50. Stein behalten wir natürlich. Dachziegel verkaufen, exportieren. Wir haben kein Geld mehr. Oh, neues Banditenlager. Das machen wir, weil wir können das Zeug gebrauchen. Und los geht's. Los geht's, meine teuren... Oh, warte mal. Wie sieht es eigentlich in Bären Mountain aus? Ah, läuft doch. So, pass auf. Keine Familie. Keine Familie. Das Lager wird noch gebaut. Die tun wir dann auch da hinzufügen. Und dann wird das schon. Wir schaffen das. Wollen wir das schaffen? Jawohl, wir das jawohl. So, erstmal langsam gehen. Weil wir wieder ausgepowert sind. Seelbitz. Das einzig wahre Seelbitz. Seelbitzicus Maximus. Die Seelbitze reine Seele. Wo ist es denn? Da. Okay. Will ich im Wald kämpfen? Nee, will ich nicht. Sieht schön aus. Kann man aber nichts mit anfangen, ne? Die kommen schon. Ja, das alte Mabanna, es weht, es hisst und schwingt. Linie halten. Unfassbar, wir sind die Besten. Unfassbar, okay. Vorwart. Vorwärts. Schatzkammer. Okay. Was ist, wenn ich eigentlich das nochmal triggere mit Seelbits? Ob er dann sagt, nee, okay, ich will keinen Krieg oder so? Glaube ich jetzt mal nicht. Kann ich nicht die Frauen auch einziehen? Das gibt's doch nicht! Ich kann auch... Ich meine, ich kann dieses eine Gebiet da oben holen, aber das ist auch blöd. Und ich kann auch keine Taverne bauen, weil wir keinen Malz haben. Und das zu importieren ist doch für die Katz. Entschuldigung. Ah, jetzt haben wir Leinen. Wie viel Geld haben wir noch? 118, hat super funktioniert. Das Verkaufen funktioniert gar nicht gut. Ne, kann man sagen, was man will. Das Verkaufen ist echt für die Katz. Ich könnte wieder große Schilde bauen und die weiterverkaufen. Und, ja, was ist eigentlich mit den Kriegsbögen? Wir haben immer noch 100 so und so viele Kriegsbögen. Ich bin die doch am Verkaufen, oder nicht? Exportieren, ja.
5. Weltweites Marktangebot durchschnittlich. Puh, keine Ahnung. Da kommt er. Plattenrüstung, Alter. Wir haben gar nichts. Dann machen wir jetzt nochmal ein paar große Schilde, weil die kann man auch gut verkaufen. Ich meine, ich kann doch die Holzteile verkaufen. Machen wir mal Holzteile. So, ich müsste ja eigentlich nur 3 große Gebäude bauen. Wir können auch, pass auf, wir können auch Bier kaufen. Ich meine, tatsächlich wäre das vielleicht die einzige Möglichkeit, die wir haben. Wir brauchen 400. Und für Malz? Brauche ich eigentlich die Handelslinie zum Verkaufen oder zu? Gerste, Entschuldigung. 100. Upgraden. Wir müssen es importieren. Wir haben keine andere Wahl. Ups. Und wieder neue Familie. Also. Jakob. Da wohnt doch einer. Okay, er arbeitet jetzt da. Einer. Jakob. Kommen wir jetzt mal am höchsten, damit das mal fertig wird. Und dann kann nämlich der einer da arbeiten. Dann haben wir das auch. Mit Dachziegel verkauft wird man Millionär. Vielleicht sollten wir Dachziegeln verkaufen. Wir haben auch genug Lehm tatsächlich. Dann machen wir das mal. Da müssen wir jetzt nochmal Geld sparen. Noch ein Dachziegeltypen. Millionär, also jetzt will ich ja wissen hier. Linnen! Linnen! Gibt's überhaupt Dachziegel? Hier, Dachziegel. Wir exportieren noch Dachziegel. Ach so, ich habe aber die Handelsgruppe noch gar nicht gekauft, oder? Ja. 480, ja, ist ja sonst nichts, keine Sorge. Kein Problem. Es wird halt nichts verkauft. Ich hab. Guck mal, ein Plumpsklo mitten am Feld. Guck mal, läuft dann runter. Weißt du, kannst du rein, Kaki? Und dann. So ein kleiner Graben. Und der verteilt das dann ganz schön. Okay. Ach, da kann ich gar nicht. Ich Vollidiot. Ich Vollhorst. Warte mal, und dann nehmen wir. Wen nehmen wir denn jetzt dafür? Ich brauche hier einen mit Garten. Hä? Sind noch alle Bedürfnisse erfüllt? Ach, der ist schon auf Entschuldigung. Was wollte ich machen? Schreinerei, ne? Für. Nee, warte mal. Holzteile. Achso, hier, Brauerei. So, Brauerei. Jetzt bauen wir das wichtigste Gebäude der Siedlung. Die Schule, Herr. Nein, die Taverne natürlich. Du Lappen, die Schule. Wie langweilig. So, Tavernski. So, direkt bei der Kirche, das ist wichtig. Ne? Nach einem schönen Türchen, dann wird erstmal gesoffen. Ein guter Kirchengang, ein guter Tavernengang vertreibt Kummer und Sorgen. Gebäude ist Speicher. So, pass auf, jetzt müssen wir hier mal gucken. 95 Zufriedenheit. Sehr schön, pass auf.
zuweisen. Lager. Und jetzt müssen wir sagen, nichts. Weg, 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 weg. Weg, weg. Und noch Kräuter natürlich. Bier kommt... Nein, Bier dürfen wir nicht handeln. Nein, natürlich nicht. So. Okay, so. Der Arbeitsbereich ist nur hier. Richtig? Ja, aber... Ja. Ich soll das so machen. Jetzt haben wir da zwei Familien. Und, ja. Machen wir hier noch, keine Ahnung, Eier. Und, keine Ahnung, für die selber. Ich weiß ja nicht, irgendwas halt. So, dann haben wir das. Und, ja. Ich bin stolz auf mich. Tja, sind wir pleite. Aha, Brot verkaufen, sehr schön. Diese eine Sache, die läuft. Ich glaube, wir müssen die Bretterproduktion wieder anwerfen. Um Bretter zu verkaufen. Aber wir haben zu wenig Holz. Ich mach mal nichts. Ich lass mal... Was ist denn hier los? Boah, ja. Bäcker, Bäcker, Gieß, Händler. Wo wollen die alle hin? Und warum wollen die da alle hin? Bäcker? Transportiert? Was? Okay, warte mal. Das ist so eine Einweihungsparty oder so. Gebäude ist fertig, Taverne. Ja! Die Zivilisation, sie ist angekommen. Wir haben die Taverne. Aber ich werde jetzt noch keinen einstellen. Wir horten erstmal ein bisschen Bier. Hoxtonbrew. Haben wir jetzt überhaupt schon mal Malz gekauft? Ich meine, Gerste. 9 Gerste. Es ist so wenig. Es ist erbärmlich. So, warte, ich muss sagen, keinen Marktstand. Kann ich das denen verbieten? Ja, genau so. Keine Marktstände. So, sehr schön. Funktioniert doch. Sehr gut. Ich bin stolz auf mich. Oh ja, ich bin immer stolz. Bist du stolz auf dich, Aldemar? Ja, ich bin immer stolz auf dich. Es ist schön, stolz auf sich zu sein. Tja, liebe Leute, jetzt wird es halt knifflig. Wieder minus 100, so und so viel. Aha. Gerste, 20. 122 Lehm. Wie gesagt, Brot ist echt unser Saver. Ich überlege, ob ich das Weizengesetz mache, weil... Wie viel haben wir denn von den Korn? Mehl, 205. Alter, das ist so krass. Wenn ich das erhöhe, könnte ich einen zweiten Jäger einstellen. Dann haben wir mehr Fleisch und mehr Häute. Wie viele Stiefel haben wir denn noch? 118. Schuhe, wofür brauchen wir die Schuhe überhaupt? Brauchen wir die überhaupt? Kann man die verkaufen? Ist ja keine gewollte Sache, oder? Zählt das zu Bekleidung? Ach ja, zählt zu Bekleidung, ja, okay. So. Ja, wir lassen mal weiterhin... Achso, wir brauchen noch den Malztypen. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Läuterung! Ich vermisse Beer Factory ein bisschen, tatsächlich. Okay, haben wir das auch? Haben wir jetzt mal neue Söldner? Nein! Schön! Selbst wenn ich jetzt noch zwei Truppen hätte, würde ich es nicht schaffen, den zu besiegen. Ich hätte tatsächlich nur die Option, hier hinzugehen. Nach Blabla. Da gibt es dann noch Eisen. Aber ich sehe es nicht ein. Wir werden es jetzt so schaffen. Wir gehen auf Stufe 3, damit ich noch ein Gesetz habe, damit wir Schachtminen haben für noch mehr Metall. Und wir verkaufen Ziegel. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Ja, ich denke mal, damit können wir fahren. Ich denke, das ist eine gute Idee.
So, Melzerei fertig. Tim Melzer. Die Tim Melzerei. Okay, sehr schön. Ach ja. Tja, wir können ja nur ein bisschen warten. Sechs Bier. Wir haben jetzt... Wie schnell ging das denn mit dem... Sehr schön. Ich überlege, ob wir noch einen Lagerarbeiter einstellen müssen, tatsächlich. 61 Ziegel. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch mehr Lagerarbeiter einstellen. Okay. Tja, jetzt müssen wir mal überlegen. Also. Habe ich noch irgendwelche, die ich eigentlich irgendwie aufrüsten kann? Da. Nee. Nein. Hier ist die Frage. Der Winter naht. Mal so. Ich baue und baue und baue. Ich müsste jetzt nochmal ein paar Hühnerfarmen bauen oder so. Oder hat man so eine große Gemüsefarm? Wie ich die ganze Zeit schon machen wollte. Komm, wir machen das jetzt mal testweise. Gemüsefarm. Die Riesenfarm. Ah, ich habe kein Holz übrig. Okay. Ich muss die ganze Zeit verkaufen. Ich meine... Sieht's eigentlich mit der Holzkohle aus und so. Das ist krass. Brennholz 500. Ne, es reicht jetzt. Aber das hat auch einen Marktstand. Ich meine, es läuft ja, sonst lasse ich es weiter lieber so. Gebäude, Hofstätte. Ich meine, guck mal, Geld geht rein, es funktioniert. So wie ich es vorausgesehen habe. So, Eier. Du hast Eier, ich mag Eier. Und wieder neue Familie, das ist gut. Komm, wir brauchen mal wieder den Totengräber hier. Jo, guck mal, der Markt. Er wächst und gedeiht. Ich glaube, ich brauche noch einen Jäger. Aber wem funktioniert das? Ja, es funktioniert. Also, das ist sehr gut. Aber wir kaufen ja schon Leinen und alles, was wir brauchen, tatsächlich. Und heute... Wie viel Leder haben wir eigentlich jetzt übrig? Ist das jetzt mittlerweile mal besser wieder? Wir können mal den Schuster wieder anmachen und dann verkaufen wir Schuhe. Leather! Ja, und dann können wir tatsächlich Schuhe mal verkaufen.
Kostet nur 480 die Handelsroute, aber wir haben genug Geld. Exports. Wir behalten Schuhe einfach immer 100. Ich denke mal, das ist eine gute Zahl. So, Bier läuft. Noch nicht, weil ich habe den Typen... Scheiß auf den Totengräber. Wir brauchen doch die Taverne! Die Taverne wurde eröffnet. Unfassbar! Unfassbar! Die Taverne zum schwankenden Lappen wurde eröffnet. Es gibt eigentlich keine Toten. Eigentlich brauchen wir keinen Totengräber. Aber ich hätte gern einen eingestellt. Das ist das Ding. That is a nice thing. Ich glaube, das mit den Söldnern ist kaputt. Scheiße, das gibt's doch nicht. Richtig zum Kotzen. Das ist richtig ein Problem. Also. Komm, ich probiere das nochmal. Bei mir immer, was ich immer bei mir, weil dann immer sagt, nee. Alter, mit noch mehr, oder? 90. Okay, die haben teilweise Rüstung an. Ne, die haben nur Garnisons an. Und Helme. Garnisons und Helme. Bogenschützen. Und das sind... Oh, das ist das... Das sind die krassen. Und das sind nur Briganten. Die sind egal. Also es wäre machbar. Hätte ich noch einen Trupp mehr, würde ich es riskieren. Ich meine, ich könnte auch versuchen, meine Gefolge aufzupimpen. Tatsächlich. Ich glaube, das wäre sogar wichtig. Soll ich mal lieber Gefolge pimpen? Ich glaube, das wäre viel wichtiger. Das Gefolge muss gepimpt werden, mein Lord. Pimp-Lord, der Pimpige. Der Pimpelige. Sehr schön. Okay. Ja, das war's dann wieder. Ich muss den Break machen, liebe Leute. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei Manor Lords. Cool, dass das mit dem Handel funktioniert. Hätte ich, natürlich, ich habe das erwartet. Pimp mein Volk. Wie man mit Spaß ein Volk pimpt. Sehr geil. Ihr seid die Besten, liebe Leute. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.